deutschen Rennsportmeisterschaft, also bis 2 Liter Hubraum, fuhr nach einer Einführungsrunde auf Regenreifen wieder geschlossen an die Boxen. Der kurz vor dem Start einsetzende Nieselregen war wieder abgeebbt und man entschloss sich, gemeinsam die Sache schließlich doch mit Slicks anzugehen. An der Sache, einem Rennen über 18 Runden, waren 30 Fahrzeuge beteiligt. Doch im Grunde ging es nur um 2. Der 38-jährige Titelverteidiger Hans Heyer aus Mönchengladbach mit dem Lancia Beta Turbo oder Klaus Ludwig Bonn, Sieger der beiden vorausgegangenen Rennen in Zolder und auf dem Nürburgring. Ludwig auf einem 500 PS starken Turbo Capri und mit satten 30 mehr PS gegenüber Heyer ausgestattet. Ludwig als Trainingsschnellster auf dem besten Startplatz. Heyer war noch von Ludwigs Teamkollegen Klaus Nitzwitz in die zweite Reihe verdrängt worden. Gestartet wird nach Indianapolis-Art ein sogenannter Sicherheitsstart. Der rot-weiße Capri von Ludwig setzt sich sofort an die Spitze. Heyer im blauen Lancia schießt aus der zweiten Reihe an die zweite Position. Heyer musste seinen zweiten Platz allerdings schon in der ersten Runde wieder abgeben. Recht bald setzten sich Ludwig und mit einigem Abstand dahinter Nitzwitz und Heyer vom Rest des Feldes ab. Hier Nitzwitz, dann Heyer. Ludwig kontrollierte geschickt, der Abstand blieb ständig zwischen 4 und 6 Sekunden. Nitzwitz und Heyer lieferten sich ein interessantes Duell. Zweimal lag kurz auch Heyer in Führung. Hier greift der Nitzwitz an in der Sachskurve. Aber dann muss er doch nachgeben. Der Rest des Feldes weit abgeschlagen. Statisten, schon nach wenigen Runden wurden die Leistungsschwachen überrundet. Ludwig immer noch in Front. Plötzlich, nach 12 von 18 Runden, ist Heyer alleine. Sein heftiger Kontrahent fehlt, Nitzwitz auf dem Capri Turbo blieb mit einem technischen Defekt irgendwo auf der Strecke hängen. Heyer konnte in der Schlussphase noch etwas an Ludwig heranrücken, ohne den Meister von 1979 allerdings ernsthaft gefährden zu können. Hier Ludwig, ein überrundeter Fahrer, und Heyer. Erster also Klaus Ludwig vor Hans Heyer und Sigi Müller wie Heyer auf einem Lancia. Übrigens der gleiche Zieleinlauf wie vor 8 Tagen, das spricht nicht gerade für die Vielfalt in dieser Klasse. Der Sieger Klaus Ludwig, morgen schon reist er in die USA, um am nächsten Wochenende in Atlanta an einer amerikanischen Rennserie teilzunehmen. Sein Fahrzeug, ein von seinem Team Zackspeed vorbereiteter Ford Mustang. Rennsportmeisterschaft in Deutschland, das ist hochgezüchtete Automobiltechnik. Kompromisslose Technik, teure Technik. Ein Spitzenauto dieser Rennserie kostet heute um 300.000 Mark, mindestens ebenso viel wie ein Formel-1-Renner. Der Lohn für die Investition, Geschwindigkeit. Das Ziel, Sieg. In der großen Division über 2 Liter Hubraum ist die Zahl der für den Sieg in Frage kommenden schon doppelt so groß, wie in der kleinen 4 nämlich. Hans Stuck fährt einen neuen BMW M1 Turbo. Es gibt das Gerücht, dieses Gerät sei das bei weitem PS stärkste. Niemand will da natürlich seine Karten so ganz genau aufdecken im Felde. Allerdings brachte es dem langen Bayern bisher nicht nur Freude, ein Ausfall und ein dritter Platz. Die geschriebenen 800 bis 1000 PS, das stimmt also mit Sicherheit nicht. Wir fahren momentan mit 760 PS und haben natürlich noch, weil es ein ganz neues Auto ist, entsprechend Probleme mit der Abstimmung, die große Kraft auf den Boden zu bringen. Aber da das Auto erst zum dritten Mal auf der Rennstrecke überhaupt steht und der dritte Platz letzte Woche am Nürburgring hat bewiesen, dass das Auto konkurrenzfähig ist und wir haben jetzt zum ersten Mal nächste Woche Zeit, ausgiebige Testfahrten zu unternehmen und glauben dann dort hinzukommen, wo wir eigentlich hinkommen müssen.
Der Porsche 935 von Jochen Maas durfte, was die PS-Leistung angeht, an Stucks BMW am ehesten herankommen. Aber er hat einen enormen Vorteil. Er wiegt gute 50 Kilo weniger. Das gleiche trifft auf den Porsche des Franzosen aus Straßburg, Bob Wolleck, zu. Nur Wolleck hat in dieser Saison schon ein Rennen gewonnen, das am Nürburgring am vergangenen Wochenende. Gewonnen hat auch Manfred Winkelhock aus Waiblingen schon. Das erste Rennen in Zolder, mit ca. 600 PS hat er von den Topfahrern die wenigsten Pferde unter der Haube. Dass er ausgerechnet auf der Motorenstrecke Hockenheim der Trainingsschnellste war, liegt an dem geringen Gewicht und an dem tadellosen Handling seines Ford Capri Turbo. Der Start diesmal in Zeitlupe, um zu beobachten, wie Stuck ganz links jetzt seinen tonnenschweren M1 an die Spitze wuchtet. In der Mitte der Capri von Winkelhock, rechts außen Wolleck. Ein echter Stuck, der Bayer quetscht sich innen an die Spitze. Doch schon bei der Einfahrt ins Motodrom, also nach drei Viertel Runden, eine neue Reihenfolge. Vorn Maas, dann Wolleck, dann Winkelhock, Stuck erst auf Rang 5. Da deuten sich Probleme mit dem Auto an. Und tatsächlich, schon nach einer Runde muss der gefleckte M1 an die Boxen. Zündaussetzer. Stuck konnte zwar noch einige schwache Runden weiterfahren, doch dann musste er den Helm endgültig absetzen. Pech für Stuck, das Auto braucht wohl noch einige Zeit, bis es nicht nur schnell, sondern auch standfest ist. Der Rest des Rennens ist schnell erzählt. Die beiden Porsche Turbo von Maas und Wolleck fahren an der Spitze. Winkelhock hat aus sichtbaren Gründen Schwierigkeiten zu folgen. Jochen Maas habe ihn auch schon in der ersten Runde, so meinte Winkelhock nach dem Rennen, ohne erkennbaren Grund seitlich touchiert. Die Folge natürlich ungünstiges aerodynamisches Verhalten des Fahrzeugs und keine Chance, den Anschluss zu halten. Vorn während des ganzen Rennens Jochen Maas vor Bob Wolleck. Wolleck bedrängte den Ex-Formel-1-Piloten pausenlos, schaffte es aber nicht ein einziges Mal vorbeizukommen. Maas vor Wolleck und so war auch der Einlauf. Sieger Jochen Maas vor Bob Wolleck, beide auf Porsche Turbo, vor Manfred Winkelhock auf Capri Turbo. In dieser Division im dritten Saisonrennen der dritte Sieger. Nach Winkelhock, Wolleck und Maas fehlt eigentlich nur noch Stuck.